Wir möchten Ihnen hier einen kurzen Eindruck vom Samsung Galaxy Note 10.1 LTE zeigen. Besonderheit dieses neuen Tablets ist, dass Sie damit dann mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde im Telekom LTE-Netz surfen können. Wir hatten hier auch schon mal einen Speedtest gemacht. Auf der IFA ist eine entsprechende Funkzelle etabliert worden. Also es ist hier kein WLAN, sondern schon reales LTE. Können wir gegebenenfalls auch gleich nochmal wiederholen. Neben eben der Möglichkeit, via LTE zu surfen, ist Besonderheit dieses Gerätes, dass es eben auch eine Multiscreen-Anwendung gibt. Also Sie können zwei Anwendungen gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen lassen und nutzen. Sie haben Frontlautsprecher dabei, um eben Filme und Musik besser genießen zu können. Und wenn Sie ein solches Gerät von der Telekom nehmen, ist dann auch gleich ein Handyschutzbrief Premium dabei, der einen umfassenden Versicherungsschutz für dieses doch sehr kostbare Tablet dann bietet.